Was ist die denn? Oh Gott. Es geht noch. Dieser Ort ist seltsam. Was geht hier vor sich? Ah, ich hasse diese Steuerung. Ist echt sowas von. Ja, schön. Das ist kein Schokoladenbrunnen. Das ist der Blutbrunnen. Da ist die Bühne. Was ist da? Oh, warte, warte, warte. Oh, was ist das? Schweigend möchten die Kabale sich versammeln. Aus 5 sollen sie bestehen, 5 von reinem Geist und Körper, 3 weiblich und 2 männlich, aber alle von der ersten Geburt, gehüllt in Kapuzen. Wisseten die Bedeutung für den Magnus und für das spirituelle Wohlergehen, Jünger, das vor dem Fest von Akramanari, Ritual von Triskeia, abhalten müsst, um zu bannen mit der Macht der Kabale die Dämonen. Das Pentagramm nun zeichnet an jedem der 5 Primärpunkte stehen. Eine Jungfrau, der See ihrem Sinne beraubt, soll in der Mitte des Pentagramms ruhen. Nun erhebe die Versammlung mit dem Schwert in der Hand, voll Inbrust ihrer Stimme zu der Aufrufung des Zoras, wie sie steht geschrieben. Wir 5 an jedem Ende stehend, doch können einander die Hände reichen. Auf ewig tiefen Spitzen, Macht erfüllt, wendet euch um 90 Grad nach und zeichnet das Unikursus, rufet an 5 Spitzen, wir glauben, das Schwert voran und programmiert mit fester, wir dienen, wendet Grad nach und zeichnet Okuvernale Sigille, das heilige Symbol, nun in Ehrfurcht, wendet euch nun nach Norden, rufet mit Überzeugung. Okay, das war jetzt relativ vollständig. Ja. Da ist ein Schrank. Oh, wie niedlich. Schon gar nicht mehr so niedlich. Ja. Warum auch? Schön die Münze verschwendet. Naja, gut. Okay. Oh.
Nein, da war mal gut, okay. Ja. Also die Steuerung ist echt. Entschuldigung, dass ich mich da ständig wiederhole. Aber die Steuerung ist echt scheiße. Komm schon, Fliss, nicht den Kopf verlieren. Ja. Hier stimmt was nicht. Nee. Das sehe ich auch so. Das sehe ich aber auch so. Echt jetzt? Halt doch die scheiß Patrone. Toll. Alle Korridore sehen gleich aus. Hey! Fliss, hey! Wo warst du? Was? Nein, das ist er nicht. Die hat ein blaues Shirt an. Nochmal schön, jawohl. Ah, Alex. Bist du absolut sicher, dass Sei wir... still und geh weiter. Was ist denn... Geh einfach weiter. Wir reisen der Zeit zurück. Sie war schon mal hier. Hätte ich Sachen verpasst, wenn ich das nicht mehr gespielt hätte. Halt, halt, halt. Was geht hier vor? Hey, bist du sicher?
War nicht echt. So, und nun? Was ein Trip. Was ein Trip. Hier hoch und in die Tür rein. Kann ich nicht, ich kann nur hoch. Wo bin ich denn jetzt? Das ist ein Aufzug, warte. Mal gucken, was das ist. Kann ich nicht hin. Das war klar, da kann ich nicht hin. Mesa, verschwinde! Skelette. Skelette. Skelette? Wo ist eure Haut? Wo ist die ganze Haut? Du solltest gar nicht hier sein. Ich sollte das nicht sehen. So, an erster Offizier Fischer. Sir, Sie wollten über die Funksituation unterrichtet werden. Zu folgenden Zeiten haben wir versucht, Ruf abzusetzen, ohne Erfolg. Von 11 bis 15 Uhr. Also von 01.10 bis 01.50. Bis um 01.40 bis 01.40 Uhr konnten wir indirekten Funkverkehr empfangen. Seitdem herrscht doch absolute Funkstille. Möglicherweise ist unser Funkgerät defekt. Ich werde der Sache nachgehen und mich wahrscheinlich bis 0300 wieder melden. Private Cooper. Okay.
Alex. Oh Gott. Julia? Oh, Scheiße! Ich habe keinen Plan mehr, ich weiß es nicht mehr. Oh fuck. Scheiße. Komm schon. Bist du okay? Wen habe ich umgebracht? Danke. Das wär's gewesen. Okay. Ich fass es nicht. Du hast ihn. Du hast ihn getötet. What? Wieso ist die tot?
Wieso ist Fliss tot? Wisst ihr, was ich meine? Wenn ihr die Typen also loswerden wollt, dann bin ich dabei. Conrad, hey! Ich bin's! Du bist ja kreidebleich, Mann! Was machst du denn? Conrad! Tja, das geht nicht. Was auch immer er hat, das ist kein gutes Zeichen. Ich glaube, das hatten wir schon, ne? Wasseraufbereitung. Nee. Und Gold? Internationaler Frachtbrief, Versender geheim, Verfrachter US Army, Verlader geheim, Empfänger CPL Hicks, Cobble Hicks aus Alien. Ursprung, Wasseraufbereitungsanlage Mandschurei, Verladehafen, Harbor Market, Port Mandschurei, Südchinesisches Meer. Entladehafen, Bernards Point, Marinewerft, San Francisco, USA. Fracht Mandschurei Gold unbekannt, geheim. Der Empfänger bestätigt, dass die erhaltene Ware inspiziert und für den Transport zum angegebenen Entladehafen für sicher befunden wurde. Die Fracht ist keine Schmuggelware und darf nach den Gesetzen des Empfängerlandes dort offiziell eingeführt werden. Sämtliche Fracht wird korrekt verstaut und gekennzeichnet, sowohl gemäß den Sicherheitsbestimmungen des Transportschiffes, als auch wie in den Frachtunterlagen für das Schiff laut dem Nationalen Frachtgesetz festgehalten. Unterschrift, Name des Empfängers. Okay. Ein Frachtbrief. Mehr ist hier nicht zu holen. Und wir haben hier eine Tür. Die zu ist. Die sowas von zu ist. Die ist zu. Kommt das nicht zu, eine Tür? Geh den Gang weiter. Allein kriege ich die im Leben nicht auf. Okay. Oh, warte. Da ist auch eine Tür. Da ist ein Brief. Was haben wir hier? Vorfalldetails, Fortsetzung umseitig. Um ca. 20:30 hat Private Paris mich informiert, dass Private Miller im Besitz eines verbotenen Objektes ist. Um ca. 22:00 am selben Abend stellte ich Private Miller zur Rede, der mir einen Stoffbeutel mit verzierten Bakelitsteinen zeigte. Dieser hatte Private Miller von einem Händler im Hafen von Port Mandschurei gekauft. Ich informierte Private Miller, dass ich die Steine konfiszieren müsste. Miller protestierte, erzählte etwas von sentimentalem Wert und behauptete, dass großes Unglück über ihn hereinkäme, wenn er sie verliert. Ganz meine Meinung, Jungs. Das klang wie im Haufen abergläubischer Unsinn für mich, aber er tat mir leid. Also erklärte ich ihm, dass ich seine Lage verstehe und selbst ein Foto von meiner Frau und unseren Kindern in meinem Büro aufbewahrte. Trotzdem hätte ich alles konfisziert und Private Miller erklärt, dass persönliche Gegenstände im Dienst nichts verloren haben. Okay. Wenn dem so ist, dem so. Was haben wir hier Schönes? Ah, die Steine. Der Wasserstein. Die durften die mitnehmen? So viel Lesestoff in dem Spiel. Okay, US Army, MP-Berichtigungsnummer,
bla bla bla, Kontrollnummer bla bla bla, alles Vorfalls gewalttätiges Verhalten von Sergeant John Ferris, Name der Beteiligten bei Witt Wagner und PVF-Commander Brent, keine Ahnung, Zeit des Vorfalls 0105, Datum des Vorfalls 23. Juni, Alkohol und Drogen, Mannschaftsmess, Fortsetzung umseitig, um 0105 alarmierte mich das Küchenpersonal wegen einer Auseinandersetzung in der Messe. Als ich nur ein Minute später in der Messe eintraf, fand ich eine johlende Menge vor, die zwei Männer in der Mitte des Raumes anfeuerte. Ich zerstreute die Menge und begann mit der Untersuchung. Bei den Streithähnen in der Mitte handelt es sich um PFC Brandt, der mit blutigem Gesicht am Boden lag, und um Private Wagner, der mit blutigen Fäusten über ihm stand. Als ich mich den beiden näherte, drehte sich Wagner zu mir um und schlug nach mir und Brandt. Einige der Anwesenden halfen mir, Wagner festzuhalten, und ich nahm Wagner noch vor Ort fest. Derzeit wacht Sergeant Wood über ihn. Keiner der Beteiligten ist zuvor aufgefallen. Keiner der Beteiligten stand unter Alkoholeinfluss. Laut Zeugen vor Ort sind die Beteiligten befreundet und dieses Verhalten ist absolut untypisch für sie. Dieser Bericht fällt kurz aus, da ich um 0:30 erneut angerufen wurde, um einen weiteren, deutlichen, gewalttätigeren Vorfall an Bord zu untersuchen. Eine genaue Untersuchung folgt natürlich. Mehr gibt's da auch nicht. In diesem Räumchen, also wieder raus. So, was ist da? Noch eine Zelle. Walt, du bist heute dran, mit Williams zum Abend zu essen. Mit William Abend zu essen. Er tut mir echt leid, war gestern schon wieder besoffen und hat endlos über seine Frau geredet. Der Ärmste. Er gibt sich selbst die Schuld. Es ist nicht leicht, aber ich finde, seine Offiziere sollten dir beistehen. Passt dir 20 Uhr? Tom. Er fährt zwar viel von den Besatzungen, aber was im Endeffekt wirklich passiert ist, oh mein Gott, das ist ein Riesenraum. Oh, ein Safe mit einem Schloss. Okay. Hier muss irgendwo ein Schlüssel rumliegen. Nein! Was du nicht sagst. Guck mal an. Ich glaube ja eigentlich nicht. Der ist mir etwas zu groß. Colin, hey, ich bin's. Hey Mann, ich bin Bradley. Alles okay. Steht da der. Was? Ich würde gerne den Safe. Hallo? Komm schon. Oh. Shit. Ah! Scheiße. Uff. Sehen alle jemand anders da in uns. Tja, dann habe ich wohl Fliss wirklich getötet. Oh, fuck. WASD.
Alter. Vorsicht. Hey, ich bin's, Brad. Schon gut. Alles gut. Blend ihn doch nicht. Conrad? Komm schon, ich bin's! Brad! Brad. Was machst du denn hier oben? Scheiße. Wir müssen die Treppe hoch. Schnell weg. Hier ist es nicht sicher. Ui. Sind wir sicher? Alles gut, denke ich. Oh, hallo. Es gibt eine Wendung spiritueller Natur, nicht? Nun sind sie noch einer weniger. Wie noch? Ich habe erst einen verloren. Und hat jemand Fliss gesehen? Herausgefunden, was los ist, wie man's aufhält, wie man das Leben ihrer glücklosen Passagiere rettet? Sicher, hoffe ich. Obwohl die vorigen Schiffspassagiere daran wohl gescheitert sind. Gab eine Menge Tote damals. Lassen Sie mich helfen mit einem Hinweis. Nein. Kein Hinweis? Vielleicht denken Sie, Sie können das Puzzle mit Ihren eigenen Hinweisen lösen. Viel Glück damit. Atatata. Vielleicht begreifen Sie langsam so einiges. Dass alles und jeder
vielleicht dem Anschein nicht ganz standhält. Ich hoffe, das hilft. Und wollen Sie nicht gern herausfinden, was Ihre glücklosen Seelen von all dem halten und wie Sie vielleicht weitere unnötige Tragödien verhindern? Na los, weitermachen. Bis bald. Yes, sir.